Hallo meine lieben Zuschauer, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr mit mir Karten legen wollt. Ich bin heute außer der Reihe da, weil ich einen Impuls bekommen habe. Und dieser Impuls führt mich heute zu einem Dreiergespräch, also dein Lieblingsmensch, dein Wunschpartner, dein Herzblatt, dein Seelenpartner, dein Nochpartner, wer auch immer dein Gegenüber ist, hat etwas zu sagen. Und aus diesem Grund habe ich mir die Karten hier parat gelegt. Wir hatten das schon lange nicht mehr. Ich glaube, dass es zusammenhängt mit den astrologischen Komponenten über uns, dass da auch so Impulse etwas im Sand versiegen, beziehungsweise sagen mir auch einige von euch in letzter Zeit immer mal, dass sie nicht das Gefühl haben, so intensiv euren Partner zu spüren, wie das sonst der Fall ist, gerade in Seelenpartnerverbindungen, dass die Telepathie nicht ganz so intensiv ist. Das kann natürlich eben auch mit diesen vielen rückläufigen Planeten zusammenhängen und gerade die Venus, die jetzt schon einige Wochen rückläufig ist, spielt uns in diesen Liebesdingen, in diesen emotionalen Dingen da immer einen Streich und dann kommen diese, ja, ich sag mal, diese Signale gar nicht so durch, wie das sonst an sich der Fall ist. Also, ich habe ein Dreiergespräch vorbereitet und ich werde mit den blauen Eulen, sieht schon ein bisschen lustig aus, meine Verpackung, seine Sichtweise legen, das, was er zu sagen hat. Mit den silbernen Eulen aus dem Urania Verlag kommt deine Antwort. Und das Universum hat ja auch noch ein bisschen Mitspracherecht. Das ist der Senf, den das Universum dazu gibt, über die Gilded River Lenormand Karten von Giro Marchetti. So, und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange. Wir legen gleich los, wir legen los. Nehmen wir nicht. Ich mische nochmal, oder? Ich habe es auch nicht gesehen, ich habe es auch nicht wirklich gesehen. Die sind auch so klein und trotz Brille, also da ist ja kein Stift drauf, aber ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich hätte mehrere Varianten geben können, was es war. So, was hat er zu sagen? Ich habe mich auf eine Reise begeben. Ich habe Abstand gesucht, ich habe Abstand zu meinen Gedanken, meinen Gefühlen gesucht. Ich wusste auch mit meinen Gefühlen immer nicht so richtig, wohin. Ich wusste auch nicht so richtig, wie ich bestimmte Sachen klar machen kann. Und mich hat vieles eben verwirrt, dass ich so intensiv für dich fühle, dass das so besonders, dass das mir alles so nah gegangen ist. Ich habe am Anfang geglaubt, als ich das gut im Griff habe und dass das mit uns nur eine Affäre ist, aber ja, irgendwann hat es mich überrollt und dieses Überrollen musste ich für mich klären. Da musste ich mich selber finden und das habe ich auf einer Reise versucht. Ich bin auf eine Reise gegangen, um Abstand zu allem zu kriegen, Abstand zu meinem Job und allem, was ich sonst noch so in der Backe habe, aber auch Abstand zu dir. Und auf dieser Reise ist mir klar geworden, dass ich machen kann, was ich will. Aber es dreht sich immer, immer, immer wieder alles um dich. Ja, du bist der Schlüssel zum Erfolg für mich, auch wenn ich versuche, das nicht anzunehmen. Auch wenn ich mich dagegen wehre, weil es einfach auch eine Situation ist, wir haben eine weite Entfernung. Und ja, da gibt es bei dir noch jemanden, bei mir noch jemanden. Und es ist halt auch alles nicht einfach, das zu lösen und kompliziert. Und ich habe eigentlich keine Lust auf diese Komplikationen und auf Stress und auf Nerven und überhaupt. Und deswegen habe ich das immer verdrängt, habe das beiseite geschoben. Aber egal, was ich tue, egal, was ich mache, du bist in meinen Gedanken, du bist sowieso in meinem Herzen und ich komme einfach nicht weiter ohne dich. Oh, da kommt jemand nicht weiter ohne dich. Egal, was er tut, du bist immer wieder da. So, was sagst du? Ja, unsere Treffen, die wir hatten, haben mir auch die Sicherheit gegeben, dass du jemand bist, bei dem ich mich sehr zu Hause fühle, bei dem ich mich angekommen fühle, bei dem ich auch gerne zu Hause sein würde oder mit dem ich gerne zu Hause sein würde. Du bist einfach für mich die sichere Basis und für mich wäre es auch wichtig, diesen Schritt in Richtung Öffentlichkeit zu gehen. Einfach zu sagen, wir stehen dazu, zu unseren Gefühlen, wir stehen dazu, was es mit uns macht und auch wenn das Außen, die Umwelt, andere Partner der Meinung sind, dass das nicht passt, dass wir
ja, einfach eine Lösung für uns auch finden, weil ich glaube, dass wir uns nicht ewig unsere Gefühle verwehren können, dass wir nicht ewig unsere Gefühle unterdrücken können, dass es uns immer wieder einholen wird. Was sagt das Universum dazu? Ihr seid beide füreinander die sichere Basis, die ja, stabile Basis, das Zuhause. Und ihr gehört auch zusammen. Ihr hattet mal ein gemeinsames Zuhause in einer früheren Inkarnation. Und dieses Vertraute, dieses Sicherheitsgefühl, diese Stabilität, das ist einfach das, was ihr jetzt auch spürt, auch wenn ihr es nicht lebt. Wichtig ist, kommt wieder in die Kommunikation. Ja? Es zu unterdrücken, den Dingen aus dem Weg zu gehen, bringt euch kein Stück weiter. Jeder lebt sein Leben und doch holt es euch irgendwann wieder ein. Kluge Worte. Was sagt er? Ja, das ist alles nicht so leicht zu verdauen, es ist nicht alles so leicht hinter sich zu lassen, es ist nicht so leicht alles aufzugeben. Aber ich bin momentan eh in einer Situation, wo ich mich ziemlich am Ende fühle. Mental, gefühlsmäßig, aber auch was das Finanzielle und was das Berufliche angeht. Ich habe momentan das Gefühl, nicht mehr auf die Füße zu kommen. Ich habe das Gefühl eines Burnouts, eines mich außer Gefecht setzens. Ja, es ist wichtig, dass die Dinge wieder in den Fluss kommen, und wenn du schon an so einem Punkt bist, wo du nicht weißt, was du tun sollst, solltest du vielleicht doch darüber nachdenken, deinen Gefühlen mal freien Lauf zu lassen. Ja, Gefühle hat er aber auch noch für eine andere Frau. Okay. Danke für die offenen Worte, liebes Universum. Schön, dass wir es jetzt auch wissen, für alle diejenigen, die es noch nicht wussten. Was sagt er dazu? Ja, auch diese Frau trägt zu meinem Tod, nicht zu meinem Tod, aber zu meiner Transformation und zu meinem gefühlten Ende irgendwo bei. Sie ist aber die falsche Person. Da ist keine Ehrlichkeit da, da ist kein Gefühl da. Da geht es ihr um andere Interessen, und das ist nichts für mich. Aha, da ist eine andere, aber die ist nicht die richtige. Ja, wie du sagtest, du sagtest vorhin, ich bin dein Schlüssel zum Glück. Bei mir ist das ganz genauso. Also ich versuche auch oft zu verdrängen. Ich bin oft im Gefühl, das, was du nicht so kannst, weil du mal alles durchdenkst und zerdenkst und gleich den zweiten Schritt vom ersten Schritt gehen möchtest, gleich die Risiken siehst, gleich siehst, was auf dich zukommen könnte, ohne es überhaupt probiert zu haben. Aber für mich bist du auch eben der Schlüssel zum Glück, und ja, vielleicht sollten wir einfach beide mal versuchen, Schloss und Schlüssel zu sein, um den anderen was Gutes zu tun, um uns selber was Gutes zu tun. Mit Sicherheit sind wir füreinander bestimmt. Sonst würde es nicht so schmerzvoll sein, sonst würden wir nicht so schwer aus dieser Situation herauskommen, dieses Kennenlernen, was wir vor einigen Wochen und Monaten hatten, einfach ja, auch in den Start drücken können, so wie man es früher mit anderen Partnern gemacht hat. Ihr habt euch quasi schon für euch entschieden, also gegenseitig für euch entschieden. Die Entscheidung ist gefallen, zumindest auf seelischer Ebene. Ihr traut euch nicht, diese ganzen Dinge weltlich zu leben. Ihr versucht euch nachts auf seelischer Ebene zu treffen. Ihr versucht in Gedanken, in Gefühlen beieinander zu sein. Aber vielleicht solltet ihr drüber nachdenken, diese Entscheidung auch auf weltlicher Ebene zu treffen. Ich habe darüber nachgedacht, und ich weiß, dass ich ein verdammter Feigling in den letzten Wochen, Monaten, Jahren war, und ich möchte gerne meine Kraft und Stärke kommen, und
ich werde auf dich zugehen. Ich kann dir noch nicht sagen, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist, aber ich werde definitiv auf dich zugehen. Ich habe verstanden, was du für mich bist, wie wichtig du für mich bist und dass ich ohne dich nicht kann. Und deswegen sammle ich all meine Kräfte. Ich habe dir ja gesagt, mir geht es gerade nicht so gut. Ich bin gerade in einer Art Burnout-Phase und muss viele Dinge für mich erstmal abwählen, loslassen, transformieren. Aber sobald ich das geschafft habe, werde ich zu dir kommen. Ja, das hat sich nicht umgedreht. Wann immer es auch sein mag. Ich kann nicht anders. Ich muss einfach an dir festhalten. Ich habe es, wie gesagt, schon oft versucht mit anderen Partnern, mit Ausgehen, Treffen, überhaupt. Aber ich komme einfach auch von dir nicht los. Und ja, wann immer es auch sein wird, ich bin gespannt, wie ich dann darauf reagiere, wenn du vor meiner Tür stehst. Das Universum. Ja, ihr solltet etwas tun, bevor es zu spät ist. Ihr habt beide Verlustangst, ihr habt beide Angst, den anderen zu verlieren. Aber wenn man nichts tut, wenn man nichts an der Situation ändert, dann wird auch nichts geschehen. Also überleg, was kannst du tun, was kannst du an deinem Verhalten verändern. Nur wenn du an deinem Verhalten und an deiner Aktivität etwas verändert, wird sich auch etwas verändern. Letzte Karte. Ja, ich habe oft Hindernisse dir in den Weg gelegt. Ich habe oft verhindert, dass wir uns sehen konnten. Ich habe oft genug Treffen abgesagt, weil ich kurz vorher einfach Panik bekommen habe. Aber lass es mich nochmal ganz genau sagen. Du bist das, was ich will. Du bist etwas Magisches, etwas Besonderes für mich. Ich komme einfach nicht von dir los. Du ziehst mich an wie ein Magnet. Und wenn du mich anziehst, habe ich einfach Lust drauf, mich auszuziehen. Also ich finde dich total attraktiv, sinnlich und möchte dir gerne, gerne, gerne wieder nahe sein. So, was sagst du? Zwei. Zwei. Du hast mich oft verletzt, aber ich sehe auch ein Stück weit klarer. Ich weiß, dass es immer mal Mondphasen gibt, in denen ich alles beenden möchte, in denen ich loslassen möchte. Es gibt aber auch Phasen, in denen ich sehr, sehr stark im Gefühl zu dir bin. Und ja, lass uns einfach schauen. Die Frage ist, wie gesagt, wann und wie du dich dann eben wieder melden wirst, wie du wieder auf mich zugehen wirst. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich ewig und 3 Tage warte, aber aus heutiger Sicht kann ich dir sagen, ich halte an dir fest. Ich weiß, dass wir füreinander bestimmt sind. Bei mir sind ganz tiefe Gefühle da und ich wäre gern mutig, mit dir den Schritt zu wagen und ein neues Leben mit dir aufzubauen, mit dir ein neues Zuhause zu finden. Ich bin einfach deine treue Seele. Wir sind miteinander verbunden. Dieses Band drückt und zieht und macht immer wieder. Und ich kann mich einfach nicht von dir entfernen. Die Verbindung ist da, auch wenn es häufig nicht so leicht ist, auch wenn es häufig schwer ist, auch wenn es häufig sehr sehnsüchtig ist. Aber ich bin deine Freundin, ich bin deine Vertraute. Und ja, wie gesagt, wir sind miteinander verbunden. Und das sehr eng. Was sagt das Universum? Ja, ihr seid Seelenpartner, ihr habt diese Verbindung. Ihr lebt sie gerade auf seelischer Ebene. Bemüht euch gerne darum, einen Ausgang aus dem Irrgarten zu finden und es auch auf weltlicher Ebene lebbar zu machen. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das war was nach eurem Geschmack und die Nachricht hat gut getan. Also, auch wenn er gerade noch nicht da ist, er möchte in seine Kraft und Stärke kommen. Auch wenn es da noch jemanden anders bei ihm geben sollte, sie ist nicht die Richtige. Er hat eine ganze Menge gerade an der Backe, also mit den Gefühlen zu dir, die er einordnen darf, mit
der anderen, die noch in seinem Umfeld ist, mit Beruf, Finanzen, was auch nicht so richtig läuft. Und er kann dir nicht sagen, wann er auf dich zukommt, aber er bittet dich einfach, darauf zu vertrauen, dass ihr füreinander bestimmt seid und dass das irgendwann passieren wird. Schöne Botschaft. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao. Tja, rückläufiger Merkur. Machen wir es halt anders.